Willkommen zu einem neuen Video von uns. Hier ist der kleine Mann. Heute ist Freitag und ich nehme euch mal wieder mit durch unseren Alltag. Und heute passiert eigentlich einiges, denn wir zwei beide fahren nachher zum Osteopathen für ihn, für Finn. Denn ja, ich habe es schon mal bei Instagram erwähnt und auch hier in einigen Vlogs schon mal, dass unser Finn ja ein ziemliches Spuckkind ist und er spuckt wirklich sehr, sehr viel. Die Milch wieder hoch und er bekommt da jetzt auch ja, ein bisschen Schmerzen von immer, weil er halt so viel Milch übergibt und es ist halt auch sauer und dann ja, findet er das nicht schön und es ist natürlich auch ja, für niemanden schön. Und deswegen habe ich meine Hebamme mal gefragt, was ich da machen könnte und wir haben Gaviscon-Saft verschrieben bekommen von der Kinderärztin, aber sie meinte, versuch's doch erstmal beim Osteopathen, vielleicht kann der da was machen, denn der hat wohl schon vielen Kindern mit diesem Problem geholfen. Und deswegen machen wir das heute einfach mal. Heute Mittag müssen wir da hin. Und ich bin schon mal super, super gespannt, ob wir irgendwie eine Veränderung feststellen oder nicht. Und das ist der Osteopath, bei dem ich auch in meiner Schwangerschaft schon war, wegen meiner Hüfte. Und der ist halt spezialisiert auf Kinder und Schwangere. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob wir irgendwie eine Veränderung an unserem Sohn sehen werden später. Ja, ich muss noch frühstücken. Wir sind gerade eigentlich aufgestanden, haben uns fertig gemacht. Das dauert ja immer so lange, bis Mama und bis Baby komplett fertig sind. Aber jetzt sind wir bereit, um nach unten zu gehen. Und ich werde erstmal was frühstücken. Der kleine Mann hat noch, ja, glaube ich, hat noch keinen Hunger, weil der gerade erst im Bett noch gestillt wurde. So, ich muss ihn mal umlagern, denn so die Position liebt er total, über meine Schulter zu gucken. Genau, und dann wollte ich mit Finn kurz zum Supermarkt gehen, denn ich wollte was für unsere Katze Lucy holen. Denn wie ihr das vielleicht auch schon auf Instagram mitbekommen habt, geht es ihr gar nicht gut. Ich war gestern Abend noch mit ihr zum Tierarzt, denn sie hat eine dicke, fette Ohrentzündung. Das hatte sie letztes Jahr schon häufiger und da es ihr halt überhaupt nicht gut geht, auch nicht wegen ihrer chronischen Nierenerkrankung, ist sie halt sehr anfällig für verschiedene andere Krankheiten, weil ihr Immunsystem halt total geschwächt ist. Deswegen muss ich hier gleich erstmal wieder Ohrentropfen geben. Das wird wieder eine gute Herausforderung werden. Denn wer schon mal Tieren Ohrentropfen oder irgendwie was verabreicht hat, der weiß, welche Challenge das ist. Aber das muss natürlich passieren, zweimal am Tag. Und dann hoffen wir, dass es ihr schon besser geht damit, dass ihr keine Schmerzen mehr leidet. Genau, deswegen wollte ich ihr ein bisschen Essen kaufen, denn sie verweigert alles Essen, was sie jetzt hier bekommt. Selbst so ihr geliebte Soßen essen, weil sie liebt Soßen. Was mir die Tierärztin gestern empfohlen hat, ist, kauft doch einfach mal, wenn sie das früher gerne gegessen hat, so Hühnchen, kocht das und gebt ihr das dann mit dem Kochwasser zum Futtern und guck, ob sie das dann frisst. Ich will es auch mit Fisch machen und dann werde ich für meine Katze ein bisschen kochen. Ich weiß, ganz viele sagen, Barfen ist das Richtige und das Gesündeste für Katzen. Kann auch sein, aber jetzt halt, sie wird nicht mehr lange haben. Jetzt so eine krasse Ernährungsumstellung auf Rohfleisch umzustellen, ja, das wird sie auch nicht anrühren. Ich habe es schon mal probiert, mit Rohfleisch einzuführen, haben sie damals nicht gemacht. Ich weiß, es dauert ein bisschen die Einführung, aber ich werde es jetzt nicht mehr ausprobieren, wo sie nur noch ein paar Tage, vielleicht Wochen hat. Deswegen ja, werde ich ihr einfach das geben, wo ich meine, dass sie das zumindest früher super gerne gegessen hat. Deswegen machen wir das auch gleich mal und oh, wenn man sie so ansieht, dann geht es ihr echt nicht gut, aber ich hoffe, dass das nur von den Ohren ist. Oder von dem einen Ohr, und dass es dann halt mit der Behandlung besser wird. Das sind so die Ohrentropfen, die ich Lucy jetzt geben muss. Ich habe Finn kurz in die Wippe getan. Ich habe ihn erst in sein Bettchen gelegt, aber da wollte er nicht bleiben. Und hier ist unsere Lucy. Hier, mein Schatz. So, das müssen wir jetzt kurz die Tropfen in dein Ohr machen. Und zwar möglichst tief rein. Ich habe da immer so ein bisschen Angst vor. Komm, guck mal. Ja, das musst du jetzt in dein Öhrchen rein, mein Schatz. Ist sie natürlich nicht so happy mit mir. Aber sie war ganz, ganz brav. Muss ich dir noch deine andere Medizin geben, deine orale Medizin? Muss ich mal gucken, ob sie die nimmt. Und dann gebe ich ihr mal ein bisschen Katzenfutter, gucken, ob sie das nimmt. Aber wir holen gleich was für dich, mein Schatz. Hä? Wir holen gleich was für dich. Ja. Planänderung. Ich glaube, der kleine Mann hat doch noch Hunger gehabt. Zumindest war er ziemlich quietschig. Ich glaube, er ist auch richtig müde, also er wird gleich auch schlafen, hoffe ich, wenn ich ihn in den Kinderwagen tue. Genau, ja, Lucy hat ihre orale Medizin wieder nicht nehmen wollen, deswegen habe ich die in ihr Mäulchen geschoben. Und ein bisschen von ihrem Katzenfutter hat sie auch gefuttert, wie gesagt, eigentlich nur die Soße. Deswegen hoffe ich, dass, wenn ich das selber koche, dass das dann alles besser geht. Ja. Mein Frühstück sieht ziemlich spärlich aus. Ich habe so zwei Rosinenbrötchen, habe ich mir gestern vom Aldi noch gekauft. Und dann mit einem großen Glas Wasser dabei. Denn ja, beim Stillen bekomme ich immer Durst.
So, ich habe mir erschreckend festgestellt, dass es jetzt schon gleich 12 Uhr ist. Deswegen ziehe ich Finn jetzt ganz schnell an, seinen Anzug. Dann gehen wir zum Supermarkt. Der ist zum Glück nur 5 Minuten weit entfernt von hier. Und dann, glaube ich, müssen wir auch schon los, denn unser Termin ist um 1:15. Wir fahren aber so, Viertelstunde, 20 Minuten. Und mit Baby muss man so ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil ich auch nicht weiß, ob ich da einen Parkplatz bekomme. Deswegen beeilen wir uns jetzt mal ganz schnell. Und ich glaube, es war ganz gut, dass er noch was getrunken hat. Denn mit so ganz vollen Magen beim Osteopathen ist, glaube ich, auch nicht gut. Wir ziehen uns an und dann gehen wir ganz schnell los zum Einkaufen. Wieder zurück. Und Finn schläft noch im Kinderwagen jetzt. Und er hat die ganze Zeit nur geschrien, dass wir im Supermarkt waren. Denn vor dem Supermarkt haben wir seine Urgroßoma getroffen. Und er war davor schon kurz am Einschlafen. Ja, und dann die Urgroßoma musste ihn natürlich begucken und mit ihm quatschen. Und dann ist er wieder aufgewacht und war eigentlich ja so super müde, wollte schlafen. Und da wurde er aufgeweckt und er hat nur geschrien da die ganze Zeit im Supermarkt. Sobald wir aus dem Supermarkt draußen waren, ist er wieder eingeschlafen und er schläft jetzt. Ich hoffe, dass er noch eine halbe Stunde lang schläft. Dann muss ich ihn noch einmal wickeln, dann müssen wir los. Ich werde jetzt aber schon mal das Fleisch und den Fisch zubereiten. Und ich bin gerade überlegen, ob ich alles zubereiten soll oder das dann so einfrieren soll oder ob ich das im rohen Zustand einfrieren soll. Ich will jetzt erstmal in kleine Stücke schneiden und dann kochen und dann gucken, ob sie das frisst und das dann portionsweise einfrieren. So, ich habe jetzt die beiden Sachen hier gekocht. Der Fisch hatte noch voll Gräten. Ich dachte, ich hätte ein Filet gekauft, aber nein. Finn schläft immer noch. Ich habe jetzt noch... Ich lasse ihn noch 5 Minuten schlafen, dann muss ich ihn aber aufwecken, weil ich ihn noch mal wickeln möchte davor. Wir wickeln jetzt wieder mit Stoffwindeln, super gut. Ich habe auch schon die Wickeltasche und so weiter gepackt, dass wir die mitnehmen können. Und ich wollte noch erzählen, am Mittwoch habe ich mir eine elektrische Pumpe von unserer Krankenkasse geholt und gekauft. Ich konnte die 60 Tage gratis ausleihen. Und ja, ich habe dann abgepumpt am Mittwoch habe ich abgepumpt. Da kam die Post. Was eigentlich kaum ging. Also ich habe 30 Milliliter von zweimal Pumpen bekommen an beiden Brüsten und das war sehr, sehr beschwerlich, aber ich habe es auch nur einmal ausprobiert, seitdem nicht mehr. Ich wollte es heute noch mal ein bisschen ausprobieren, ob ich da noch mehr abpumpen kann, denn wir haben ihm gestern Abend dann zum ersten Mal die Flasche gegeben und zwar habe ich die von Lansino ausprobiert gleich, weil die Lansino-Flaschen wohl der Brust am ähnlichsten sind und die haben wohl die höchste Akzeptanz bei Stillkindern. Und ja, ich war irgendwie ganz aufgeregt. Ja, mein Mann hat ihm dann die Flasche gegeben. Ich habe es aufgewärmt über dem Wasserbad so ein bisschen. Und ja, Finn hat erstmal im Mund genommen und er hat eigentlich gleich angefangen zu saugen. Und die Flasche war innerhalb von, noch nicht mal einer Minute leer. Und total gut. Ich habe aber, glaube ich, den falschen Sauger. Denn ich habe den M-Sauger und ich habe mir jetzt nochmal gestern welche bestellt für S. Auch mit kleineren Glasflaschen. Ich habe nämlich die große bestellt und da war der Medium Flow. Dass die Milch halt dann nur ganz langsam rauskommt, habe ich mir jetzt bestellt. 2 Glasflaschen nochmal von Lansino, weil er die halt wirklich super genommen hat, gleich von Anfang an akzeptiert. Ich war super stolz gestern. Jetzt muss das nur noch mit dem Abpumpen ein bisschen mehr klappen, aber ja, ich mache mir da auch keinen Stress. Also ich habe es einfach nur mal ausprobieren wollen, dass ich mir halt so einen kleinen Backup hier zu Hause anlege. Ich muss ihn noch nicht abpumpen und ich bin noch die ganze Zeit zu Hause bis zum 8. Monat für ihn, aber... Genau, ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und dass wir halt so ein bisschen Backup haben muss, wenn irgendwie mal was sein sollte, dass man halt was zu Hause hat. Und ich war super froh, dass es so schnell geklappt hat. Jetzt habe ich hier so die beiden, das ist der Fisch und das ist das Hühnchen. Sieht nicht so appetitlich aus, weil sich das Eiweiß so abgesetzt hat. Ich lasse das jetzt abkühlen und wenn ich nachher nach Hause komme, dann werde ich versuchen, ihr das mal zu geben. Jetzt schläft Lucy nämlich und hier muss ich noch die Gräten rausfischen. Und ich hoffe, dass sie da so ein bisschen was von futtert. Ich habe gerade wieder zur Tür rein. Finn hat das super gemacht. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen mehr zu. Jetzt ist er in Maxikose eingeschlafen, beziehungsweise im Autostuhl. Und ich wette, wenn ich ihn gleich da raushole und in sein Bettchen lege hier unten, dass er dann nicht alleine wieder einschläft. Ich hoffe es. Ich bin selber so müde und ich muss ein bisschen was im Haushalt machen. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt in seinem Bettchen weiter schläft. Drückt mir die Daumen. Ich wusste es. Ich konnte ihn nicht ablegen. Direkt aufgewacht und hat direkt angefangen zu meckern. Ja, ich glaube, er braucht aber auch eine neue Windel. Und mein Mann kommt auch schon gleich nach Hause. Er hat mich gerade eben angerufen zum Osteopathen. Ich habe so die Befürchtung gehabt, dass Finn das nicht gut mitmachen würde, weil er halt super müde war und ist und nicht geschlafen hat wirklich heute Morgen. Vorhin im Kinderwagen hat er wirklich nur 10, 15 Minuten geschlafen, dann ist er wieder aufgewacht. Und der Du musst ein bisschen mehr schlafen, mein Schatz. Ich finde das super gemacht beim Osteopathen.
Er hat erstmal so ein bisschen gefragt. Er meint, ich habe halt erzählt, dass die Geburt sehr schwer war. Lutscht du jetzt an deiner Hand? Ja, so ein bisschen Hintergrundinformation erzählt. Und dann hat er sich ihn angeguckt, hat so ein bisschen an seinem Bäuchlein gedrückt hier und da und seinen Darm. Finn hat halt die ganze Zeit, die Milch kam hoch, hat er runtergeschluckt, kam hoch, hat runtergeschluckt, die ganze Zeit war das so. Aber er hat halt nicht geweint oder so, hat sogar gelacht. Und deswegen meinte er so Part, insofern ist das da kein Problem, weil er halt ja noch keine Entzündung oder sowas halt vorliegen hat. Ansonsten würde er halt weinen, wenn die Milch so sauer hochkommt, und das ist noch kein Problem. Und er hat sich dann ganz lange seinen Kopf so angeschaut und hantiert, und er meinte, er ist ziemlich verspannt im Nacken und am ganzen Kopf so oben herum. Und das kommt auch von, ja, durch die schwere Geburt noch immer. Du bist aber ganz, ja, du bist jetzt ganz müde. Finn war total entspannt. Oh, Schatzi. So. Kurze Unterbrechung. Ich habe ihn erstmal gewickelt und jetzt stille ich ihn. Wo war ich stehen geblieben beim Erzählen? Also Finn war während der ganzen Behandlung super entspannt eigentlich. Der Osteopath hat erstmal an seinem Bauch abgetastet, an seinen Darm und so weiter. Und ist dann zu seinem Kopf gekommen und hat im Nacken so ein paar Verspannungen gelöst und am Kopf herum. Er meinte so, dann haben sie ein ziemlich unentspanntes Kind. Obwohl ich es eigentlich immer komplett anders gesehen habe, dass Finn ein total entspanntes Baby ist. Solange halt bei mir ist, ist er super entspannt und schläft viel und lacht viel und so weiter. Aber er hat halt recht, ich kann ihn halt nicht wirklich einfach ablegen. Und deswegen meinte der Superz, ja, da haben sie kein entspanntes Kind, sondern ja, er braucht immer irgendwelche Reize von außen, weil er halt sonst merkt, dass irgendwas nicht gut mit ihm sitzt. Und er meinte halt, er hat halt ziemlich viele Verspannungen um den Kopf herum und auch oben am Kopf und im Nacken. Im Bauch und so weiter war okay, meinte er, aber es halt, ja, Nacken- und Kopfbereich war ziemlich verspannt. Und er meinte halt, dadurch kann es auch kommen, dass er halt so sich nicht gut fühlt und dass dadurch die Milch auch hochkommt. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist, aber auf alle Fälle, dass er dadurch auch nicht so gerne alleine irgendwo schläft. Ja, er meinte halt so, immer wenn er halt in Bewegung ist, in der Wippe oder irgendwie im Tragetuch bei mir oder halt unterwegs ist oder auf dem Arm rumgetragen wird, dann bekommt er halt Reize von außen und merkt seine eigenen Probleme, soll ich es mal nennen, nicht so wirklich. Und sobald er halt still liegt, merkt er das halt wirklich, dass das irgendwie nicht gut sitzt. Und ich habe ja schon mal erwähnt, und das habe ich ihm auch erzählt, dass Finn es hasst, eine Mütze aufzuziehen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und er meinte halt so, ja, das ist irgendwie auch ganz logisch, weil halt, wenn er so verspannt ist im Kopf herum, dann fühlt es sich schon so an, als ob er irgendwie, als ob da schon eine Mütze drauf sitzt, weil es halt so verspannt ist. Und wenn man dann noch was drüber legt, dann findet er das noch viel unangenehmer. Deswegen meinte er, gucken Sie mal, wie es jetzt ist, morgen oder übermorgen, ob sich da eine Verbesserung zu sehen ist. Und wir haben innerhalb von 2 Wochen haben wir einen neuen Termin bei ihm. Und dann wird er sich doch mal angucken, ob da irgendwie schon was verbessert ist oder nicht. Aber Finn war super entspannt und ja, hat es super, super gemacht, hat ganz viel gelacht und gestrahlt. Ein paar so Griffe, also er hat ihn nicht eingerenkt, das macht er nicht, aber er hat halt so ein bisschen Verspannung gelöst und hat ihn so ein bisschen hin und her bewegt. Also ein paar Sachen fand er nicht so toll, aber ansonsten, er hat kein einziges Mal geweint und so, und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber jetzt muss Finn erstmal schlafen, denn also er trinkt jetzt und dann müsste er echt mal einen Mittagsschlaf machen. Es ist mittlerweile schon fast 3 Uhr und er hat seit heute Morgen noch nicht geschlafen und er ist auch echt müde, das merke ich jetzt. Genau, soweit dazu zum Osteopathen. Ich halte euch auf dem Laufenden hier im nächsten Vlog vielleicht oder auch auf Instagram werde ich da sicherlich was zu sagen, noch das eine oder andere Mal. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie das jetzt sich entwickelt. Wie gesagt, mein Mann kommt jetzt gleich nach Hause. Ich guck mal, ob ich das Fleisch und den Fisch für Lucy dann gleich schneiden kann, ob sie noch ein bisschen davon futtern möchte. Ich hatte gestern übrigens ein neues Baby-Update gedreht. Ich bin da irgendwie nicht so ganz zufrieden mit. Ich habe so viel rumgestottert und gestammelt. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie gut schneiden kann, denn ich glaube, ich komme nicht nochmal dazu, das neu zu drehen, jetzt heute oder morgen. Ja, ich schaue mal, ob ich da irgendwas rausmachen kann. Und ich hatte übrigens auch ein Video abgedreht zu dem Thema Internet vergisst nicht. Das ist ja so eine Videoreihe, die Isabeau ins Leben gerufen hat mit 2 anderen YouTube-Mamas. Und da habe ich gestern auch was abgedreht zu. Habe es mir aber noch nicht angeguckt. Ich glaube, es ist aber auch ein ziemliches Kuddelmuddel geworden von Gedankenmatsch. Deswegen muss ich da auch noch mal gucken, ob das irgendwie was geworden ist. Ob ich da was mit anfangen kann oder nicht, ob ich das hochladen werde oder nicht, die werdet ihr dann ja sehen. Ich hoffe, dass Finn das gleich schön einschläft. Also, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!